Willkommen zurück, meine lieben Zucker und Zuckerinchen, zu einer neuen Folge Empyrean Galactic Survival. Wir basteln ja jetzt in der dritten Folge an unserem kleinen schönen Wessel. Da soll eigentlich heute auch der Erstflug stattfinden. Das sollte eigentlich ja so weiter, denke ich mal, funktionieren. So, dann müssen wir noch mal reinschauen, wo wir hier noch die Düsen mit einsetzen können. Das war die hier mit. Wie ist denn die überhaupt hier? Da, nee. So, also, na. Kommst her hier. So. Da eine Düse rein. Da eine Düse rein. So. Wenn ich ja... Jetzt muss ich überlegen. Wie sieht das überhaupt mit denen da aus? Die sind ja doch sehr, sehr groß, ja. Hätte ich denn sonst da oben mit dran, ja? Natürlich jetzt blöde hier, ja. Sieht das noch was aus, wenn die da oben mit dran sind? Upsa. Was suchst denn hier du so immer so rum? Du brauchst ja nicht so, als wie, ja, ich will. Na, kommt schon, früh genug. Ja, könnte was aussehen, oder? Könnte was, oder? Kicken wir mal. Sieht natürlich jetzt erstmal optisch nicht so schön aus. Schöner wäre es natürlich, wenn sie ringsherum zugebaut sind. Und dann bloß da die Triebwerke rausgucken. Aber so ist es halt nun mal erstmal. Müssen wir erstmal kicken. Dann würde es eigentlich auch besser passen, wenn hier das gerade ist. Weiß ich auch nicht. Oder vielleicht dann so eine Ecke. Kriegen wir da so eine Ecke mal dran? Quatsch, ja. Dann das hier. Nee, das sieht blöde aus, weil ja da noch so eine Kante dran ist. Auch blöde. Ach ne, ich muss ja den Sohn. Muss ja eine Innenecke denn haben. So denn hier. Jo. Na gut. Nicht schöner, ein bisschen besser zumindest, aber. Das Ganze. So, links, rechts, oben, unten haben wir die dran, eben rein theoretisch, ups, ja. Kurz ans Mikro rangekommen. Sollte das ja so weiter gehen, eher. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen. Und ein paar. Na, sag schon, ein paar Kraftstoffzellen. Sodass ich da erstmal mit ein bisschen fliegen kann. Wo waren das hier drin gewesen jetzt? Dumm. So. Könnt ihr natürlich jetzt noch auf der anderen Seite das ranbauen. Muss ich mal sehen, ganz einfach. So. Das ist ja schon mal. Ja, vor allem mit dem blauen Licht jetzt, der sieht doch mal richtig stylisch aus, ja. Dann müssen wir hier noch ein bisschen höher fliegen, bis was an der Decke.
so dass ich hier unten vernünftig bauen kann, denn das alles soll ja zugebaut werden. Dann machen wir uns da noch eine Schubdüse. Schubdüsen kann man hier nie machen. Ich erschrecke mich jedes Mal, ey. Das gibt's doch ja nicht, ey. Kann ich eigentlich hier auch alles mit rauspacken. Hallo? Die müssen wir mal schnell looten. Dann lassen wir den mal gleich noch ein bisschen brennen da. Schon mal ein bisschen die Triebwerke einlaufen lassen. Ja, alle schön hintereinander. Schön fast in einer Reihe. Ja, braucht man auch nicht so viel Munition, wenn sie direkt hintereinander fliegen. So, Ausdauer haben wir noch ein bisschen hier. Ach, naja, auch wieder hier hinten mit. Chip. Dann gucken wir mal auch, wie es sich verhält mit dem Fliegen dann nachher mit dem Ding. Aber sollte eigentlich alles soweit passen. Passig sein. Na, schon mal da kein Sauerstoff hier, eher. Ich hab doch erst was gedankt, ihr habt. Gut, durch das Rennen jetzt etc. Das ist immer relativ gut weg, ey. Ja, machen wir mal gleich hier, sonst. Ja. Ist es denn noch. Ist es denn eventuell zu spät? Karl, das. So. Also, lassen wir jetzt erstmal mit drin hier. Schubdüse. Machen wir dann erstmal hier vorne noch eine mit hin. Ja. Ja, bauen wir hier nochmal eine mit hin. So, das Ganze wird ja danach auch hier schön. Na, wollen wir die Rampe? Gut. Und dann. Hier beidseitig mit zugebastelt das Ganze. Die muss ich denn so oder so mal wegnehmen, denn die Düsen. Und hoffentlich fällt es mir nicht runter, das ganze Ding. Ich will ja hier denn noch eine. Was ist denn jetzt los hier? Fällt das nach einer Weile von selber runter oder was? Oder weil ich vorhatte, das aus. Jetzt wird's verständlich. Jetzt wäre es verständlich. Oder na gut, dann bauen wir es dann gleich hier mit rein. Die da weg, dann können wir die da hinten nämlich wieder reinbauen, dann mal gucken, ob wir schnell hier noch sind. Achso, da, nein, da nicht. Also da wieder wegnehmen. Ja, wieso geht das denn nicht? Achso. Ja. So. Ich meine, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin hier. Ach, ey. Scheiße hier. Ja. Ey. Ach, ich bin aber bescheuert, ey. Entschuldigung. Aber ist wirklich so, ey. Ist wirklich so. Wenn man da das Falsche nimmt, dann braucht man sich da nicht zu wundern. Dass man da nichts findet. Ja,
bauen wir hier den Unterboden komplett mit zu. So. So ist geschehen. Ein Stallblöcke. Also müssen wir noch ein paar Stallblöcke mit schnell uns herstellen hier. Machen wir erstmal kurz 20 Stück hier mit. Weil wenn ich ja das denn hier auch mit so schräg baue. Bum, bum, bum. Nein. Ja. Toll. Noch reparieren. So, was war denn da für eine... Achso, da war bloß eine Voll... Da... Da war bloß ein Vollding da gewesen. Das geht ja einfach, sag ich mal. So, ja, kommt denn doch wieder runter hier. So. Aber das geht ja noch. Und das war's denn schon. Ja, ja, ja. Komm. Hab dich nicht so pissig. So. Passt. Jetzt muss ich das hier wieder neu auswählen. So. Dann kam ja Diddy. Kam ja Diddy. Kann man das nicht noch mit nach unten machen denn? Oder so ein Achtel, halben Block kann man das? Cube halb. Was ist da dran? Sieht das aus? Den da zwar auch wieder so breit, aber ja, nicht genügend. Das nervt mich auch so langsam schon ein bisschen, aber naja. Aber zu jetzt. Wir machen mal hier das ganze Ding auf. Weil so viel Geld haben wir noch oder nicht. Hier erstmal wieder ein paar, dass ich da zumindest erstmal weiterbauen kann. Wie war's? Dit. So. Dit ganze hier ran. Oh. Jetzt sag ich mal. Es erfüllt seinen Zweck. So, eine Spitze haben wir hier noch nicht dran. Das kann sie hier unten auch wegnehmen. Dann kann ich nämlich hier die Ecken mit dran machen. Hallo? Schallblöcke ist, ja. Nee, die wollte ich nicht. Ich wollte die hier. Aha. So. Dann hier oben mit, dann müssen wir die aber erstmal wieder drehen, das Ganze. Und dann so drehen hier. Passt. Und passt nicht, weil keine Blöcke mehr. Hoffentlich reichen die jetzt hier. Ach nee, für vorne brauche ich auch noch welche. Auch noch 30 Stück hier. Weil ich komme so langsam wieder in Zeitnot hier. Weil ich mache wieder...
So. Nein. So. Dip. So. Ist das hier wieder zu? Ich könnte ja eigentlich mal. Hätte ich denn sonst das immer? Wer macht denn so hier, wa? Aber dann noch ein, zwei da draußen dann. Denn das Ganze so, glaube ich, gebaut. Und dann kann ich ja das mal richtig. Richtig viele Krane da hinten basteln. So, kann man ja auch noch verschiedene Höhenrüderchen damit heranbauen. Wollt ihr mich verarschen, ja? Bam. Mit einem Schuss. Diese Automatiktüren sind was Feines. Ja, ich mach das erstmal hier vorne noch ein bisschen die Spitze. Eben, wie fahrt denn das hier Wesen hier? Nee. Ach ne, Quatsch hier, Mensch. Nee, auch nicht. Ihr seid ja eigentlich wieder zusammen hier. Naja. Ja. Man hat es schon nicht leicht. Ach, das waren die hier gewesen. Stimmt. So. Und die richtige. Ganz genau. So, dann hier drehen das Ganze. Ganz genau. So, dann die Ecken mit dazu. Und dann habe ich da vorne immer eine Lampe drin gemacht oder sowas dann. Dass ich da zumindest ein bisschen was sehen kann. Achso, halt mal. Dim. Doch so hier. Bob. Das Ganze. Weiß ich nicht, ob das hier so weit. Das nicht. Wo war denn das immer gewesen denn? Ach, das waren die hier gewesen. Ganz genau. Tuck. Tuck. Mal erstmal hier oben mit. Tuck. Tuck. Gleich haben wir es soweit. Doch, nicht, ja. Oder zweimal. Das Ganze. So. Da haben wir eine direkte Spitze her. Ja, Hammer. Passt ihr den hier drauf, ja? Spitze führen? Nee, Zylinder ist es ja auch nicht. Nö, nee, sollte so gehen. Eben. Sollte so gehen. Schräge Wand unten rechts, schräge Wand oben rechts. Also das ist einmal die große.
mal. Achso, naja, das ist ja dann blöde hier. Ich hatte ja immer die hier. Wo, wo? Haben wir noch ein paar? Ja. Wir haben noch ein paar. Ja, kommst du her hier? Weil dann muss ich nämlich die ja wegnehmen. Und die denn für die linke Seite nehmen. Hallo? Wo ist denn die für die linke Seite? Oben links, unten links, oben links, hier. Klappt doch. So. Dann haben wir nämlich die immer dahin gesetzt. Dann kann ich auch die dann gleich wegnehmen. Ich weiß zwar, dass die kommen, aber... So, das ist doch schön aus, ja. Nur noch ein kleines Detail hier. So. Bisschen Verzierung noch dran hier. Da muss ich so oder so wieder... Wieder raus hier. Ihr seht ja, es ist soweit fertig. Aber Probeflug machen wir erst in der nächsten Folge. Ganz einfach. Eben gerade mal so schön beschlossen. Also, falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und falls ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, bis dahin denn. Ciao.